Guten Abend. Gesucht ist mal wieder ein Deal in allerletzter Minute. Doch in diesem Moment ist noch nicht klar, ob der Abschied der Briten von der Europäischen Union sich nicht doch noch hinziehen könnte. Wenn der Brexit wie geplant mit einem Abkommen zum 31. Oktober erfolgen soll, dann muss eigentlich morgen oder übermorgen auf dem EU-Gipfel eine Einigung auf dem Tisch liegen. Und über die wird seit Tagen verhandelt hinter verschlossenen Türen in Brüssel. Auf den allerletzten Metern scheint nun tatsächlich Bewegung in die Sache zu kommen, doch noch steigt kein weißer Rauch auf. Aus Brüssel berichtet Gudrun Engel. Das Wetter in Brüssel strahlt am Morgen zunächst keinen Optimismus aus. Wieder mal haben die Verhandlungsgruppen von EU und Großbritannien die Nacht durchverhandelt. Details streng geheim. Es soll der vorerst letzte Akt im Brexit-Drama sein. Wieder mal. Wir haben die ganze Nacht über technische Fragen der Umsetzung diskutiert und die Verhandlungen gehen jetzt weiter. Es war sehr konstruktiv. Am Vormittag zeigt sich ein Hoffnungsschimmer am Horizont, als der britische Brexit-Beauftragte Frost vorfährt, um eben diese Fragen zu klären. Knackpunkt nach wie vor, die Grenze zwischen der irischen Republik und Nordirland. Doch es kommt Bewegung in die Sache. Um 14 Uhr sollen die Botschafter informiert werden. Jeder versteht Englisch, aber niemand versteht England. Irgendwo in diesem hässlichen Gebäude hier wird gerade darüber verhandelt. Es gehe immer noch um Fragen der Umsetzung. Bei gleichen Wettbewerbsbedingungen und Zöllen habe man sich einigen können, heißt es. Nur noch wenige Punkte offen. Aus 14 wird 17 Uhr. In Toulouse treffen sich derweil Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron bei Airbus. Obwohl es hier nicht offiziell um den Brexit gehen soll, verbreiten beide Optimismus und setzen Vertrauen in EU-Chefverhandler Barnier. Jetzt sind wir auf den letzten Metern und jetzt drücke ich Ihnen die Daumen, dass es möglich ist, ein solches Abkommen zu verhandeln. Unsere Hoffnung und unser Wille, auf den letzten Metern noch einen Abschluss für ein Abkommen zu finden, sind da. Alle Signale, die wir heute bekommen, sind positiv. In Brüssel wird aus 17 derweil schon 19 Uhr. Die Journalisten stehen sich die Füße platt und warten mal wieder. Die Mehrwertsteuer scheint nun der große Streitpunkt zu sein. Derweil London, Downing Street Number 10. Die britischen Minister treffen ein. Premier Johnson will sein Kabinett über die Verhandlungen informieren. Kann er im Unterhaus eine Mehrheit organisieren? Für einen Deal, der eine Zollgrenze in der irischen See vorsieht? In Brüssel enden die Verhandlungen schließlich um 20 Uhr. Auftritt Michel Barnier mit Pokerface auf dem Weg zu den Botschaftern. Hat er eine Einigung erreicht? Offenbar noch nicht ganz. Ist das das Ende? Die letzte Frist endet immer später, als man denkt, heißt es dazu aus Diplomatenkreisen. Tja, und die Frage geben wir weiter an Markus Preis, der für uns die Verhandlungen in Brüssel beobachtet hat. Tja, eine Einigung noch nicht ganz. Was heißt denn das, Markus? Ja, dass man weiter arbeitet und das ist nicht nur so dahingesagt, sondern das wird auch ganz konkret passieren, nämlich noch heute Nacht weiter. Michel Barnier ist vor ungefähr einer Stunde aus dem Ratsgebäude, da wo die Mitgliedstaaten vertreten sind, raus. Er hat gesagt, we're working, also wir arbeiten weiter. Aber wie ich gehört habe, hat er auch noch keinen fertigen Vertragstext präsentieren können. Allerdings ist das Signal wohl so, dass man sich über die grundsätzlichen Fragen doch mehr oder weniger auf Verhandlerebene geeinigt hat. Ein wichtiger Punkt, der noch offen ist, das ist dann wirklich was für Feinschmecker. Da geht es um Mehrwertsteuer auf der irischen Insel. Das soll noch geklärt werden. Politisch sozusagen sind die Punkte erstmal ausgeräumt, aber der Text liegt noch nicht vor. Sprechen wir mal über die grundsätzlichste Frage. Entscheidend war ja, dass eine harte Grenze zwischen dem britischen Nordirland und der EU-Republik Irland vermieden werden sollte. Wie soll das jetzt gelingen? Ja, in der Frage hat Boris Johnson in den letzten Wochen offenbar erhebliche Zugeständnisse gemacht. Und was dabei rausgekommen ist, das konnte man sich ja vorher schon denken, das wird nichts Einfaches, sondern was Hochkompliziertes. Die Zollgrenze sozusagen, die soll jetzt eben nicht zwischen Irland und Nordirland verlaufen, sondern zwischen Großbritannien, also dem Hauptland Großbritannien und Nordirland. Und alle Waren, die dann nach Nordirland kommen, die sollen kontrolliert werden. Und zwar will Großbritannien sicherstellen,
dass alle Waren, die in Nordirland ankommen und dann quasi in Nordirland bleiben, dass die nach britischem Zollrecht behandelt werden. Und alle Waren, die nach Nordirland kommen, aber dann weitergehen, zum Beispiel nach Irland oder die verarbeitet werden und dann eventuell in die EU gehen, die sollen quasi nach EU-Recht behandelt werden. Das klingt sehr kompliziert, das ist auch sehr kompliziert, aber das würde es eben ermöglichen, dass man keine Grenze auf der irischen Insel hat. Und damit wäre dann auch der Weg zu einem Deal frei. Kann es noch klappen, dass eine Einigung morgen auf dem beginnenden EU-Gipfel präsentiert wird? Morgen oder übermorgen? Also auf jeden Fall ist der politische Wille da. Ich denke auch bei Boris Johnson. Die große Frage, das hört man von allen Diplomaten, mit denen man heute Abend spricht, ist, kann Boris Johnson bis morgen oder bis Freitag wirklich den Regierungschefs den Nachweis bringen, dass dieser Deal auch eine Chance in London hat, dass die DUP aus Nordirland dem zustimmen will? Wird denn die einzige Sorge, die die Regierungschefs haben, ist, dass sie wieder einen Austrittsvertrag sozusagen formal beschließen und der fällt dann wieder durch. Und ich glaube, bevor das nicht passiert, gibt es auch keine Zustimmung. Wenn das klappt, dann kann es recht schnell gehen, dann kann es vielleicht auch sogar mit dem 31. Oktober klappen. Wenn nicht, wird man über eine nochmalige Verlängerung reden. Mhm. Morgen werden wir mehr wissen, wir werden uns widersprechen. Danke, Markus Preis, für heute. Kommen wir zu dem zweiten wichtigen Thema, das die Europäer in diesen Tagen beschwert. Es ist der Krieg der Türkei in Nordsyrien und es ist die Chuzpe, mit der der türkische Präsident diesen Krieg führt und alle Kritik an sich abprallen lässt. Grausam nach innen, türkische Kriegsgegner lässt er verhaften und höhnisch nach außen. Den deutschen Außenminister verspottet er genauso wie den US-Präsidenten. Ob dessen Vize Mike Pence, der morgen gemeinsam mit dem US-Außenminister in Ankara eine Waffenruhe verhandeln will, irgendetwas wird erreichen können, ist heute mehr als fraglich. Katharina Willinger. Dunkle Rauchschwaden über der syrischen Stadt Ras al-Ain. Szenen, die sich seit nunmehr einer Woche an der türkisch-syrischen Grenze abspielen. Die Kämpfe zwischen türkischem Militär und der Kurdenmiliz YPG sind weiterhin heftig. International wird die Kritik an der Türkei deswegen immer lauter. Und dennoch machte der türkische Präsident Erdogan heute erneut deutlich: Drohungen und Sanktionen beeindrucken ihn nicht. Unsere Operation endet, wenn wir das Grenzgebiet 30 bis 35 Kilometer tief kontrollieren. Solange wir dieses Ziel nicht erreicht haben, kann uns keine Macht stoppen. Worte, die vor allem Richtung Westen gehen. Morgen soll ein Treffen zwischen Erdogan, US-Vizepräsident Pence und Außenminister Pompeo stattfinden. Beide sollen bereits auf dem Weg nach Ankara sein, um eine Waffenruhe auszuhandeln. Ein Vorhaben, bei dem die türkische Regierung am Abend klarmacht, sie spielt da nicht mit. Unser Präsident hat es ja schon mehrmals gesagt, wir als ein Land, das gegen den Terror kämpft, werden doch keinen Waffenstillstand mit einer Terrororganisation unterzeichnen. Die Fäden in Syrien zieht längst ein anderes Land, Russland. Auch in der syrischen Stadt Manbij, wo bis gestern noch US-amerikanische Truppenpatrouille fuhren, zeigt sich heute russische Militärpolizei. Moskau, Schutzmacht des syrischen Machthabers Assad, füllt das entstandene Machtvakuum postwendend und präsentiert sich zudem als geschickter Vermittler, wie Russlands Außenminister Lavrov heute unterstreicht. Russland wird in strenger Einhaltung des internationalen Rechts erst versuchen, ein Abkommen zwischen Damaskus und den Kurden zu erreichen und dann eine Kooperation zwischen Syrien und der Türkei zu ermöglichen, damit an der Grenze wieder Sicherheit herrscht. Derweil sollen am frühen Abend erstmals Assad-Truppen bis an die Grenze zur Türkei vorgerückt sein. In die Stadt Kobane, die Kurden und US-Militär einst vom sogenannten Islamischen Staat befreiten. Die Anwohner fürchten seit Tagen einen Angriff des türkischen Militärs. Dass das sich jedoch mit syrischen Truppen bekämpfen wird, gilt als unwahrscheinlich. Zwischen Damaskus, Moskau und Ankara sollen Verhandlungen bereits in vollem Gange sein. Über das Schicksal der Kurden und aller anderer Bewohner in Nordsyrien. Was diese niederbayerischen Fußballer vom Einmarsch der Türken in Nordsyrien halten, ist unschwer zu erraten. Die Männer von Tükspor Mainburg bejubelten ein Tor in ihrer A-Klasse-Partie genauso, wie es die türkischen Nationalspieler am Freitag in ihrem Spiel gegen Albanien getan hatten, mit militärischem Gruß. Sie sind nicht die einzigen türkischstämmigen in Deutschland, die sich inbrünstig und für alle sehr sichtbar hinter den Kriegseinsatz der Türkei stellten.
Ein Krieg, der die deutschen Kurden wiederum seit Tagen auf die Straße treibt. Und so wächst auch hier die Sorge, Kurden und Türken in Deutschland könnten einander noch misstrauischer gegenüberstehen, als sie es ohnehin schon tun. Marion Kerstold und Philipp Wundersee. Rodi Begermani stammt aus dem Gebiet, in dem derzeit Krieg herrscht. Er ist Kurde und lebt seit 5 Jahren in Deutschland. In Gedanken ist er in diesen Tagen nur in seiner Heimat, denn seine Familie ist von dem türkischen Einmarsch in Nordsyrien direkt betroffen. Seine 70-jährigen Eltern und sein 90 Jahre alter Großvater leben noch dort. Täglich hört er, wie sich die Lage seiner Familie verschlechtert. Wir erleben eine Katastrophe, eine humanitäre Katastrophe. Und ja, meine Eltern sind noch da. Die Kölner Kolbstraße, Heimat vieler Türken und Kurden in Deutschland. Der Konflikt in Nordsyrien beschäftigt auch die Menschen hier. Einige Türken stehen ganz klar hinter der Militäroffensive des türkischen Präsidenten Erdogan. Ich finde es schon gut, dass sie da einmarschieren und sauber machen, ne? Und die Lage da regeln, wer wo sein sollte. Das Verhältnis zwischen Deutsch-Kurden und Deutsch-Türken ist schon länger belastet. Aber nicht alle wollen sich davon infizieren lassen. Mein Nachbar ist aus Nordirak, ist Kurde. Ich habe mich heute bei ihm rasiert. Das ist kein Problem. Doch in den letzten Tagen gab es Probleme. Immer wieder. In Herne wurden 5 Menschen bei einer Demonstration von Kurden verletzt, darunter ein Polizist. Auch heute Abend in Lüdenscheid hat sich solche Gewalt wiederholt. Ein Mann wird mit einem Messer schwer verletzt. In Bottrop flogen Steine. Das hat aber auch mit den Provokationen der türkischen Mitbürger zu tun. Das wird auch angestiftet, zum Teil bewusst aus der Türkei aus in den Moscheen, von denen wir 1500 Stück haben. Die Imame beten für den Krieg und das heißt auf die Stimmung innerhalb der türkischen Community. Wir sitzen hier in Deutschland auf einem Pulverfass, sagen Beobachter. Je länger die Invasion in Nordsyrien andauere, desto brisanter wird auch der Konflikt zwischen Deutsch-Türken und Deutsch-Kurden. Dieser Krieg beschäftigt natürlich die Türkeistämmigen und emotionalisiert sie auch. Zugleich spaltet er auch die türkeistämmige Community und dieser Konflikt heizt sich auf durch 2 Seiten. Einerseits durch die Kriegspropaganda des Erdogan-Regimes, auf der anderen Seite aber auch durch Angriffe von militanten Gruppen auf türkische Supermärkte oder türkische Einrichtungen. Auch diese Bilder empfinden viele als Provokation. Der militärische Gruß türkischer Fußballer auf der internationalen Bühne und genauso bei vielen Amateurspielen. Sportler als Verbreiter von Kriegspropaganda, kritisieren viele. Doch aus türkischer Sicht nur ein Zeichen der Verbundenheit mit der Türkei und ihren Soldaten. Dieser Gruß mit der Hand an den Kopf ist kein militärisches Symbol, sondern einfach nur ein Gruß an alle Soldaten und an die Angehörigen von Familien, die gerade ihren Militärdienst ausführen. Statt Provokation bräuchte es jetzt dringend Signale der Versöhnung, sagen beide Seiten. Beispielsweise wäre eine wichtige politische Geste, wenn der Vorsitzende der türkischen Gemeinde als auch der Vorsitzende der kurdischen Gemeinde öffentlich zusammenkommen und hier ein wichtiges Signal der Versöhnung setzen. Rodi Begermani wünscht sich Frieden und Sicherheit für seine Familie in Nordsyrien. Dafür demonstriert der Kurde in Köln. Mehr könne er nicht tun, sagt er. Er möchte auch, dass es bei den kurdischen Kundgebungen in Deutschland friedlich bleibt. Die Kölner Polizei bereitet sich bereits auf eine Großdemo mit 15.000 erwarteten Teilnehmern am Samstag vor. Und die Spannungen zwischen Kurden und Türken in Deutschland kommentiert nun Birgitta Weber vom Südwestrundfunk. Die Lage in Deutschland ist angespannt. Kurden gehen auf die Straße und demonstrieren gegen den Einmarsch der Türken in Nordsyrien. Das ist ihr gutes Recht. Doch immer wieder greifen Einzelne nach den Demos türkische Einrichtungen an. Damit werden Grenzen überschritten. Türken protestieren gegen diese Übergriffe. Das ist ihr gutes Recht. Doch auf sozialen Netzwerken rufen türkische Communities zur Selbstjustiz gegen Kurden auf. Auch damit werden Grenzen überschritten.
Mittendrin die deutsche Polizei, die mancherorts überfordert wirkt. Mittendrin auch die Vertreter beider Seiten, die offiziell zur Mäßigung aufrufen, sich in Hintergrundgesprächen jedoch gegenseitig verantwortlich machen. Mittendrin aber auch zwei, die meiner Meinung nach ganz klar mäßigend auftreten müssten. Zwei, die nach eigener Aussage für Toleranz und ein friedliches Miteinander stehen. Der Sport und die Religion. Doch was tun Imame in Deutschland? Wir wissen, dass bei Freitagsgebeten in Moscheen für die heldenhafte türkische Armee gebetet wird, die siegreich sein soll. Nicht für Toleranz, nicht für ein friedliches Miteinander. Wir sehen, dass auf Fußballplätzen türkische Profifußballer salutieren. Toleranz, Miteinander, vergessen. Was also tun? Wenn die Beteiligten versagen, müssen andere deutliche Zeichen setzen. Die UEFA auf dem Fußballplatz, die Polizei auf unseren Straßen und Plätzen. Demos ja, Gewalt nein. Sonst ist die Lage bei längerer Kriegsdauer bei uns nicht nur angespannt, sondern sie wird explosiv. Birgitte Weber kommentierte. Ursprünglich sollte die EU-Kommission um ihre neue Präsidentin von der Leyen in 2 Wochen ihre Arbeit aufnehmen, doch der Start muss verschoben werden. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner. Die Spitze des Europaparlaments entschied, dass es kommende Woche keine Abstimmung über die Kommission geben wird. Grund sind die gescheiterten Nominierungsverfahren der designierten Kandidaten aus Frankreich, Rumänien und Ungarn. Die neue EU-Kommission kann nun frühestens am 1. Dezember starten. Von der Leyen war bereits im Juli mit knapper Mehrheit als künftige Präsidentin gewählt worden. Die Regierungen von Deutschland und Frankreich haben in Toulouse über eine verstärkte Zusammenarbeit gesprochen. Nach dem Treffen des deutsch-französischen Ministerrates verkündeten Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Macron eine grundsätzliche Einigung im Streit über Rüstungsexporte. Berlin will demnach auf ein Veto gegen den Export gemeinsamer Rüstungsprojekte verzichten, wenn der Anteil deutscher Bauteile unter einem bestimmten Wert liegt. Im Gespräch sind 20%. Der Weg für eine Reform der Grundsteuer ist frei. FDP und Grüne wollen der Neuregelung im Bundestag übermorgen nun doch zustimmen. Damit steht für eine Grundgesetzänderung die nötige Zweidrittelmehrheit. Die FDP hatte bis zuletzt mit einer Blockade gedroht, weil sie einen erhöhten Aufwand für Eigentümer fürchtete. Das Bundesverfassungsgericht hatte die bisherige Form der Grundsteuer für veraltet erklärt und eine Reform bis Jahresende gefordert. Das Bundeskabinett hat heute konkrete Schritte beschlossen, um das Klimapaket umzusetzen. Die Ministerrunde brachte Gesetzentwürfe von Finanzminister Scholz auf den Weg, die Steueränderungen vorsehen. Neben dem Einstieg in die CO2-Bepreisung geht es vor allem um Maßnahmen im Verkehrssektor. So soll die Steuer auf Kurzstreckenflüge von 7,50 Euro auf etwas mehr als 13 Euro erhöht werden. Bei Mittelstreckenflügen auf etwa 33 Euro und bei Langstreckenflügen auf knapp 60 Euro. In Katalonien reißt die Protestwelle nach den Gefängnisstrafen für Separatistenführer nicht ab. Von 5 Städten aus haben sich tausende Demonstranten auf den Weg in Richtung Regionalhauptstadt Barcelona gemacht. Auch der Regionalpräsident Kataloniens, Torra, nahm an einem der Protestzüge teil. In den vergangenen 2 Tagen war es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Dabei wurden mehr als 100 Menschen verletzt. China hat einen US-Gesetzentwurf scharf kritisiert. Er sieht Sanktionen der USA vor, wenn Autonomie- und Freiheitsrechte in Hongkong verletzt werden. Die neuen Spannungen könnten die gerade erst von beiden Ländern getroffenen Vereinbarungen zur Beilegung des Handelsstreites wieder gefährden. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Die Vereinbarungen sind ohnehin vage, müssen noch festgezurrt werden. Mit dem Streitpunkt Hongkong gerät neuer Sand ins Getriebe. Hinzu kommt das Handelsdefizit der Amerikaner, das sich ungeachtet der Strafzölle sogar noch vergrößert hat. Zum einen zwischen China und den USA, zum anderen zwischen der EU und den USA. Die EU hat sowohl mehr in die USA exportiert als auch von dort importiert. Dies hat zu einem EU-Handelsüberschuss in Höhe von 103 Milliarden Euro von Januar bis August geführt.
ein Anstieg um 13%. Die bestehende Unsicherheit wegen der drohenden US-Zölle auf EU-Waren hat den Handel offensichtlich nicht ausgebremst. Anders als die Investitionen, die deutlich zurückgegangen sind. In Japan ist die deutsche Violinistin Anne-Sophie Mutter mit dem renommierten Premium Imperiale ausgezeichnet worden. Die Musikerin nahm die Ehrung in Tokio im Beisein von Mitgliedern der Kaiserfamilie entgegen. Der Premium Imperiale wird seit 30 Jahren auf Anregung des japanischen Kaiserhauses in insgesamt 5 Kategorien verliehen. Kommende Woche will sich die Bundesregierung ein Zeugnis ausstellen. Und weil das ja so eine Sache ist, wenn man sich selbst benotet, wollen wir schon einmal vorher prüfen, wie diese große Koalition nach einer halben Legislatur vorangekommen ist. Zum Beispiel beim Thema Wohnen, einer besonders großen Baustelle. Wie mehr Wohnraum schaffen, der auch bezahlbar ist. So ein Schild in einer deutschen Großstadt zu entdecken und dann auch noch die Wohnung zu bekommen, ist heute fast schon ein Ding der Unmöglichkeit. Die Politik musste also etwas tun. Ariane Reimers über das Aufbauprogramm der GroKo und was es gebracht hat. Bis jetzt. Die Regierung weiß um die Probleme. Hohe Mieten, fehlende Sozialwohnungen, zu wenig Neubau. Alles diskutiert auf dem Wohngipfel 2018. Danach hat die Große Koalition ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt. Aber was wirkt wirklich? Die Mietpreisbremse. In den Ballungsräumen ist der Wohnraum knapp und die Mieten steigen. Deswegen gibt es seit 2015 die Mietpreisbremse. Sie besagt, in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt darf eine Neuvermietung maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Bewirkt hat sie zu wenig. Deswegen will die Große Koalition jetzt eine Verschärfung der Mietpreisbremse beschließen und eine Verlängerung. Sinnvoll, sagt der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, das die Regelung auf ihre Wirksamkeit untersucht hat. Eine Mietpreisbremse kann funktionieren, aber sie kann nur eine temporäre Lösung sein. Und sie darf natürlich nicht das Hauptinstrument der Politik sein, sondern eine Mietpreisbremse sollte nur für eine Übergangsphase da sein. Das Kernproblem ist das fehlende Angebot an Wohnraum, gerade in großen Städten und mittleren Städten. Deswegen die Wohnraumoffensive. Die Große Koalition will, dass in dieser Legislaturperiode insgesamt 1,5 Millionen Wohnungen und Eigenheime gebaut werden. Aus vielen Gründen zu ehrgeizig. Es gibt zu wenig Personal in den Bauämtern, die Planungen und Genehmigungen dauern zu lange. Hier fehlt vor allem bei den Kommunen und bei den Städten die Kapazitäten. Zum Zweiten kommt der soziale Wohnungsbau nicht nach. Auch das braucht Zeit. Und als Drittes, wir haben ein großes Problem in der Bauwirtschaft. Die Kapazitäten sind hier ausgelastet. Und Bauunternehmen werden nur dann Kapazitäten aufbauen, wenn sie eine langfristige Perspektive haben. Eine ihrer Maßnahmen, das Baukindergeld, ist allerdings gut angelaufen. Familien und Alleinerziehende bekommen Zuschüsse, wenn sie bauen. Es gibt pro Kind 1.200 Euro pro Jahr bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Eingegangen sind schon mehr als 135.000 Anträge. Den ärmeren Familien ist damit aber nicht geholfen. Die Menschen, die unter der Mietpreissteigerung in vielen Städten besonders leiden, werden vom Baukindergeld eigentlich nichts haben. Denn das sind Menschen, die sich kein Eigenheim leisten können. Vom Baukindergeld profitieren eher Familien in der oberen Mittelschicht, die ein gutes Einkommen haben, die überhaupt sich ein Eigenheim leisten können. Die Aufgabe ist riesig, die eigenen Ansprüche hoch. Es wird wohl noch länger dauern, bis es genug bezahlbaren Wohnraum gibt. Die Mietpreisbremse kann etwas bringen, sagt also der Wirtschaftswissenschaftler. Aber Misstrauen weckt schon allein die Tatsache, dass diese Bremse bereits zweimal seit ihrer Einführung angezogen werden musste. Und trotzdem finden Vermieter immer wieder Mittel und Wege, um letztlich nur den Mieter auszubremsen. Jacqueline Dreihaupt über den lückenhaften Schutz auf einem leergefegten Mietmarkt. Als Anwältin ist es Claudia Otto gewohnt, für ihre Rechte zu kämpfen. Für ihre Wohnung in Frankfurt zahlt sie laut Mietpreisbremse 180 Euro zu viel. Die Mietpreisbremse ist ein neues Recht des Mieters. Klingt erstmal soweit schön, aber ein Mieter, der in seinem Wohnungsmarkt seine Rechte geltend macht, der ist eher nicht so gern gesehen, wird rausbuxiert und ausgetauscht durch einen Mieter, der lieber auf seine Rechte verzichtet, um die Wohnung nicht zu verlieren. Sie weiß, wovon sie spricht, hat selbst schon einiges an Schikanen von Vermietern erlebt. Beschimpfungen,
ja, noch und nöcher, also richtigen Terror mit diversen Kündigungsversuchen. Also es wird wirklich alles an Registern gezogen, um dem Mieter mürbe zu machen, dass er gegebenenfalls auch freiwillig geht. Das ist schon bitter, oder? Ja, aber der Markt lässt es zu. Bauingenieur Necip Sadikovic hatte bei der Wohnungssuche keine Wahl. 11,50 Euro zahlt er pro Quadratmeter, 7,50 Euro dürften es hier laut Regelung der Mietpreisbremse sein. Wenn man weiß, dass die Wohnung eigentlich viel günstiger ist, als man eigentlich bezahlt, dann ärgert es einen sehr. Der junge Familienvater hat versucht, sein Recht einzuklagen. Pech für ihn, das Land Hessen hat bei der Umsetzung der Mietpreisbremse geschlampt. Deshalb gilt sie hier erst seit Juni dieses Jahres. Zu spät für ihn. Und er ist damit nicht allein. In gerade einmal 5 Bundesländern gilt sie seit dem Start 2015. Frankfurt-Bockenheim. Auch hier von Entspannung auf dem Mietmarkt keine Spur. Also man sieht zum Beispiel an fast jedem Laternenpfahl, dass Wohnungen gesucht werden und es Finderlohne gibt. Zum Beispiel hier 1.500 Euro Belohnung. Anna Honecker und Annette Mönig vom Stadtteilbüro sind enttäuscht von den Maßnahmen der Großen Koalition. 40.000 Wohnungen fehlen in Frankfurt aktuell. Und die Nachfrage ist riesig. Zumal auch immer mehr Investoren Wohnungen aufkaufen. Es wird zwar gebaut, aber... Wohnungsbau ist nicht gleich Wohnungsbau. Wenn hier ständig Wohnungen entstehen und gebaut werden, die ab 15 Euro den Quadratmeter kosten, halte ich das für eine absolut verfehlte Politik. Hinzu kommt, bei Neubau und Modernisierung greift die Mietpreisbremse nicht. Auch nicht für möblierte Wohnungen. Immer mehr Vermieter nutzen dieses Schlupfloch. Fast die Hälfte aller Wohnungen in Frankfurt wird nur noch möbliert angeboten. Durchschnittlich für 26,39 Euro pro Quadratmeter. Auch in der 200.000 Einwohnerstadt Kassel in Nordhessen gilt die Mietpreisbremse. Die schützt Mieter aber nur, wenn sie eine Wohnung neu beziehen. Außen vor alle Bestandsmieter wie Pflegefachkraft Nadja Heinze. An unserer Wirklichkeit geht das absolut vorbei. Wir, egal, wo wir jetzt gewohnt haben, kommt irgendwie früher oder später eine Mieterhöhung, gegen die man nichts tun kann. Also man ist dem ausgeliefert. Alle 3 Jahre darf der Vermieter laut Gesetz die Bestandsmiete um 15% erhöhen, wenn der Markt es erlaubt. 63 Euro sind es jetzt bei Nadja Heinze. Das Problem, bezahlbare Alternativen fehlen auch in Kassel. Zu Hause soll irgendwie auch zur Miete gewohnt was sein, wo es eine Sicherheit gibt und nicht immer mehr Unsicherheiten. Viele Mieter fühlen sich ohnmächtig. Es müsse sich grundsätzlich etwas ändern. Maßnahmen wie die Mietpreisbremse seien gut gemeint, aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Bleibt uns der Blick aufs Wetter, Carsten Schwanke. Wie wird's? Es wird, ja, oktobermäßig der Herbst eher von seiner nassen Seite und das bei Temperaturen von unter 20 Grad. Und das sind die Bilder des Regenradars. In der letzten Nacht gab es Überschwemmungen im Weserbergland, weil es dort mehr als 50 Liter pro Quadratmeter geregnet hat. Heute Nachmittag, das ist der Stand 15 Uhr, lagen noch die Reste dieses Hauptregens über dem Nordosten Deutschlands. Sind aber in den letzten Stunden sind dann diese Regenwolken rausgezogen. Wenn wir jetzt den Radarfilm mal laufen lassen, dann sieht man das sehr schön. Und gleichzeitig kommt aber nach dieser Regenpause hier im Westen und Nordwesten der neue Regen an. Und das ist im Großen und Ganzen auch die Wettersituation für die nächsten Tage. Wir haben so eine Südwestströmung über Europa und damit ziehen immer wieder Regenwolken auf unterschiedlichen Bahnen zu uns nach Deutschland hinein. Heute Nacht betrifft es also vor allem den Nordwesten unseres Landes, während es im Südosten nicht nur trocken bleibt, sondern zum Teil auch sternklar. Deshalb wird es dort in Bayern auch ziemlich kalt. Temperaturen morgen früh in Bayern nur 3 bis 7 Grad. Im Bayerischen Wald, zum Beispiel in Heidmühle, kann es sogar leichten Frost geben mit rund minus 3 Grad, während unter diesen Regenwolken die Tiefstwerte bei 11 bis 13 Grad liegen. Morgen Vormittag dann geht es weiter mit dem Regen, vor allem so im Nordosten. Das ist der nächtliche Regen, der abzieht. Dazwischen gibt es eine Pause, die ist aber auch meistens bewölkt. Und einzelne Regenwolken ziehen noch hinterher. Sonniges Wetter gibt es auch im Südosten, also speziell in Bayern, aber auch an der Nordseeküste. Und im Norden Schleswig-Holsteins kann dann auch am Nachmittag mal die Sonne herauskommen, während sich dann vor allem Richtung Saarland und Rheinland-Pfalz das nächste stärkere Regengebiet zu uns hineinschiebt. Die Temperaturen liegen meistens bei 15 bis 19 Grad. Im Südwesten in Baden-Württemberg können es 20 bis 21 Grad werden. Der Wind weht, woher? Aus südwestlichen Richtungen. Bei den weiteren Aussichten ändert sich nicht viel, nur mit dem Unterschied, dass wir am Freitag, da gibt es richtiges Aprilwetter, mal öfter zwischendurch die Sonne sehen. Also da gibt es größere Wolkenlücken, während dann der Samstag mit vielen neuen Wolken genau auf dieser Südwest-Nordost-Achse kommt. Das heißt, es wird wieder ein eher stark bewölkter Tag sein. Die Temperaturen an beiden Tagen 17 bis 21, am Alpenrand mit Föhn
bis 22 Grad. Dafür vielen Dank, Carsten. Und mit diesen Aussichten sagen wir Tschüss. Hier diskutiert jetzt Sandra Maischberger mit ihren Gästen die Themen der Woche. Auch hier wird es natürlich um den Brexit und um den Krieg in Nordsyrien gehen. Um 0 Uhr meldet sich Konstantin Schreiber heute mit dem Nachtmagazin. Und wir sind morgen wieder wie gewohnt für Sie da. Bis dahin.